Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Together. Aion. Hallöchen. Ja, wir sind mal wieder in Bash oder immer wieder und sind auch in der letzten Folge mal gestorben. Du ist schuld, du ist schuld. Nö, 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 du ist schuld. War du ist fehl. Ich glaube, das nervt die Zuschauer. Ja, red unterlasse dich dies, bitte. Du bist als Erster. Unterlasse dies, du bist als bitte. Erster raus. Schneid dich aus. Du hast bei Star Wars auch angefangen, da darf ich das so. Was, womit habe ich angefangen? Mit dem Fail. Nee, du bist hier der Fail. Ja, siehst du, genau, das hast du bei Star Wars auch gesagt, obwohl du der Fail warst. Und jetzt darf ich das hier mal, weil du gefailt hast. So, nein, natürlich nicht, wir kämpfen uns gemeinsam vor, dass man mal stirbt in der Inni, sollte wohl logisch sein. Und das wird schon werden. Wir sind doch schon recht weit gekommen. Nee, ist auf jeden Fall, muss man so sagen, jetzt, ja, auf jeden Fall, also der Schaden ist auf jeden Fall sehr gut. Und ja, keine Wirkrolle können wir noch reinmachen. Jetzt kann ich doch noch mal ein bisschen schneller. Auf den Offizier bin ich gerade drauf. Ich auch. Uha. Bist du tot? Ach nee, noch nicht. Aber du arbeitest dran. Ja, kräftig. So, okay, der ist hin. Könnte auch mal noch ein bisschen Buff-Food draufhauen. Bip. Bip. Einfach nur, weil wir was haben. Ja, genau. Bip. So, machen wir erstmal wieder die linke Seite, ne? Alles nochmal an die EP bekommen können. Ja, ne? Genau. Okay. Können wir uns da mitnehmen. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Okay. Der Düder pisst. Genau. So sieht's aus. Ich habe ein ungünstiges Ziel ausgewählt. Warum? Darf doch gar nicht sein. Okay. Lelelelelele. Ui, Löffel ab. Echt? Oh. Jo. Ja, toll. Warum sind wir dann noch hier drin? Weiß ich doch nicht. Ich weiß es auch nicht. Nee, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen machen wir hier drin. Genau. Noch, ne? Ein paar XP nehmen wir noch mit. Ja, genau. Das ist kein gültiges Ziel. Was wir kriegen können, können wir mitnehmen. Genau. So lang bis wir beim nächsten Boss scheitern. Genau. Hallo? Jetzt? Okay. Hallo? Ja, er wollte gerade nicht hauen. Weil das günstigste wäre eigentlich sogar, wenn wir noch auf 57 sogar noch kommen würden, weil dann haben wir wirklich, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, wirklich alle täglichen Quests auch erstmal. Und dann können wir damit halt auf jeden Fall weitermachen. Also Bash kann man ja dann, wir sind jetzt hier 54, 55, also 55, das heißt bis 54 kann man dann schon noch reingehen. Also man kann auf jeden Fall, wir werden da auch noch öfter reingehen in Bash, aber wir werden das halt immer in Waage halten halt. Wir waren ja jetzt schon auch schon wieder, glaube ich, 15 Folgen, jetzt ist es auch schon wieder her jetzt mittlerweile, ne? Also Zeit vergeht auf jeden Fall. Ja, wir waren ja einige Zeit bei der Münzquest unterwegs, genau. Das stimmt, ja. Lup. Nun ja, die Zeit läuft. Und, naja, man merkt auch, dass wir doch ein bisschen stärker geworden sind. Wir kommen etwas voran. Bisschen. Ja, auf jeden Fall. Das muss man so schon, kann man so schon sagen. Also, wir haben jetzt hier schon eine gute Killrate und einen guten Schaden. Das ist erstmal ganz okay. Also, dass ich einen guten Schaden hatte, das wusste ich vorher schon. Aber halt nicht den Schaden, den du meintest. Okay, gut. Ja, das bin ich. So, was war der? Sag mir am besten nochmal, was bei allen. Ach nee, der war nur einfach wegrennen und draufhauen. War einfach ein bisschen wegrennen und draufhauen, genau. So kann man das am besten titulieren. Da hatte ich sie gerade. Bleib mal stehen, du. Nee, bleib nicht stehen. Lauf weg, meine ich.
Lalala, oh, jetzt laufe ich weg. Ah, aber auch der läuft schon deutlich besser als die letzten Male. Wird das so langsam? Ja, doch, auf jeden Fall. Au, hör auf! Na, jetzt habe ich gerade die Akku. Ich lass dir mal. Lass dich mal ein bisschen hauen, ne? Dann kann ich nämlich auch mal einen Heal auf dich wieder drauf schieben. Das wäre ganz günstig. Ich versuche mal in der Mitte rumzulaufen, dass du nicht hinter mir verschwindest. So, selber mal ein bisschen hochheilen noch. Ja, laufe halt selber noch mal ein bisschen. Lalalala, komm her, mein früher Freund. Ist zu weit entfernt, weil wer. Loa, heal. Okay, oh. Das hat nicht mehr gereicht. Okay. Ja, aber ich denke, ich krieg den schon platt. Ich wollte noch schnell auf die Dings gehen, aber naja, hat sich auch nicht gelohnt. Auf die Dings, ich meine, auf die Tränke. Oh mein Gott. Du kannst mich ruhig Black nennen. Du mach keinen Mist. Okay. So, na komm. Put. Okay, dann kann ich dich hier gleich mal wieder aufheben. Ja, das war jetzt Stück weit mein Fehler gewesen. Ich habe dich nämlich nicht geheilt. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Schon wieder. Du Fail. Nee, passiert. Mm. Passiert. Ich gehe da recht umgänglich mit um, solange ich es kann. Hm. Habe ich schon zweimal, kannst du haben. Jo, nehme ich mir. So, na gut. Hab natürlich jetzt wieder Seelendüngelbums drauf und das muss erstmal wieder runter, aber ich halte mich so lange zurück, wenn da du kämpft. Das geht auch. Mach mal. Ach, das ist ja. Und das andere ist alle. Na gut. Ja, okay, auf jeden Fall schon mal derweil ein bisschen weitermachen. Jo. Dass wir nochmal ein bisschen vorankommen. Von erscheinen. Wenn ich sie noch mit draufhauen konnte, ich ist ja schon mal was wert. Eine Minute noch. So. Oh mein Gott. Spielen am Limit hier auf jeden Fall. Lalalala. 38 Sekunden noch, dann kann ich wieder voll mit einsteigen. Das ist auch gut. Jo. Ja, der Walzen mal noch ein bisschen Buff-Food nehmen. Holen wir uns hier und der Walzen noch den Todesschützen. Der lächelt mich gerade hier so freundlich an. Okay. Jetzt lächelt er nicht mehr so freundlich. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder zu den Grabsteinen. Da steht da jetzt auch noch alles voll. Mm-hmm. Oh, hier unten ist noch einer. So ein Todesschütze. Oh, vergessen. Na, Sofas. Nee, das ist ja in die richtige Richtung. Das ist das falsche Ziel. Oh mein Gott. Phasenweise echt ganz schön knapp. Wie oft willst du das noch sagen? Nein, dich meine ich nicht. Ich habe das bisher auch meistens immer gut gekonnt ignoriert, keine Sorge. Ja, na, weil du mich doch meinst. Du willst es bloß nicht zugeben. Nee, ich glaube nicht, nein. Also bist du doch nicht gläubig. Rufst du dann immer, oh mein Gott? Ja, das ist so eine Floskel halt, ne? Ach ja, wie zum Beispiel? Ja. Gute Frage. Keine Ahnung. Das ist das falsche Ziel. Ah, wie keine Ahnung. Alles klar. Stimmt, das ist auch so eine Floskel. Da hast du vollkommen recht. Da kann ich dir nur zustimmen. Immer die sowas Floskel. Wie zum Beispiel, den letzten werden die Fische beißen. Oder sowas in die Richtung. Das ist ja auch nur eine Floskel. Wollte gerade sagen. Tja, da ging der Schaden definitiv zu schnell, oder? Ach ja. Und annehmen.
Irgendwie kommt es mir so vor, als opferst du mich heute. Ja, muss ja auch mal sein, ne? Na gut. Tja, das ist, weil du mich die letzten Tage immer so geärgert hast. Muss ich dich mal wieder sterben lassen? Muss ich dich mal wieder sterben lassen? Zählt nichts. Nee, nee. Das ist, weil du mich die letzten Tage so oft geärgert hast, deswegen. So. Yay! Black 1, Grabstein 0. Ha! Abana wurde alarmiert. Oh mein Gott, ich hab zwei. Ja, lauf nur. Ich hab jetzt gerade keine Zeit, irgendwas zu tun. Ja. Ich lauf mal. Ne? Ich hab. Ja, du weißt schon. Ja, lauf, lauf, lauf. Der Baum. Mein Freund, der Baum. Oh. Ja, dann heb mich mal auf. Ja, warte, ich komm schon. Nee, ja. Siehst du, ich hab doch gesagt, ich muss dich mal sterben lassen. Weißt du wenigstens, wie das ist? So. Opfert mich hier immer. Okay. Was ist eigentlich hier dieser Orkanschwingen-Anhänger? Hat er eine Quest irgendwann mal oder vielleicht irgendwann? Weiß ich nicht. Vielleicht hatte er das früher mal, aber heute nicht mehr, glaube ich. Achso. Hallo. Na du? Guck, wir müssen jetzt eh ein bisschen Zeit vorumbringen, bis die Seelenkratzer rum müssen. Dann können wir ruhig mal mit denen quatschen. Hallo, Orkanschwingen-Anhänger. Gibt's was Neues? Scheint, als müsstet ihr lange warten. Jo, genau. Lass ihn auferstehen. Orkanschwinge. Und so. Aha. Kleiner Stinker. Okay. Tiamat, Dina. Ja. Wollen wir den auch noch ansprechen? Der ist so ein bisschen geisterig. Kann das sein? Jo. Hallo, soll ich dir mal auf den Geist gehen? Der sagt gar nicht. Ach doch, jetzt. Ohne diesen, ohne Schurken. Ich kann darüber hinwegkommen. Eines Tages werde ich mich rächen. So. Ich werde dir einfach alle Knochen brechen. Richtig. War doch der Text, ne? Naja. Ja. Ja, dann passt's ja. Oder ein YouTuber, den ich ganz gerne anschaue, der macht, wenn er dann irgendwie am Ende seine Abmoderation macht, sagt er, ja, Daumen hoch oder ich brech sie euch oder sowas in die Richtung. Aha. Und wer darf deutsche Fernwerbung machen? Das ist erlaubt, sowas. Ja, Hand of Blood. Ach so. Ja. Ach, deswegen mit dem Brechen. Hä? Eine blutige Hand. Achso, weiß ich nicht, ob das eine Anekdote darauf ist, aber ich glaube eher nicht. Nee. So, einmal bitte healen, wo du den anderen angreifst. Oh. Ja. Wollte ich dich ja nicht alleine machen lassen, ja. Das ist das Falsche. So. Kennst du den nicht? Nö, sagt mir jetzt gerade nichts. Okay. Hand of Blood, nicht der Heal. Okay. Kann natürlich sein, dass ich ihn schon mal geguckt habe, weil ich schaue mich ja auch durch die YouTube-Welt um, aber irgendwann hat man immer seine Vorlieben und entsprechend würde kriegt man dann ja natürlich auch Vorschläge und der Dü ist halt ein bisschen aggressiver, deswegen kriegt er auch aggressivere YouTuber. Außer natürlich, wenn der Dü den Leuten im Real Life gegenübersteht, dann ist er weniger aggressiv. Warum? Naja, dann, weil du dann das Opfer bist. Hey, ich das Opfer? Nee, ich glaube nicht. Klar. Ich glaube nicht. Ich hab dich schon als kleines Kind immer verprügelt. Du? Nee, du bist mir nur mal hinterhergerannt wegen was auch immer, wegen der CD oder sowas in die Richtung, keine Ahnung. Das reicht ja. Das reicht ja. Wichtig ist, du bist weggerannt. Sonst hätte ich nicht hinterherrennen müssen. Ja, aber auch nur, weil ich, weggerannt diese CD ist. Hatte. Ja. Wenn du sie hättest verteidigen können, wärst du ja nicht wegrennen brauchen. In Wirklichkeit. Naja, gut, das war schon mal ein Unterschied, ne? Da war ich, keine Ahnung, 15, 14 oder sowas und wo. 15, 14, die Blüten deiner Jugend und ich schon als alter Greis. Richtig, genau.
alter Sack. Gehst auch langsam auf die 40 zu. Ja, gut, ein paar Jährchen dauert hier noch. ja, dich auch. Und mich. Wir ziehen uns eh ein bisschen zurück. Die Folge ist eh vorbei. Dann können wir mal kurz hier ein bisschen abmoderieren und sehen uns dann in der in der nächsten Folge wieder, Leute. Es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Daumen hoch oder ich spreche sie euch. Genau. Cheat. Alter Diebstähler.